Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wir nehmen euch wieder mit durch unseren Alltag und diesmal habe ich auch ein bisschen mitgefilmt, was denn die Kinder so im Alltag machen bzw. was sie im Haushalt machen. Denn ja, ich habe 8 Kinder und ich mache sehr, sehr viel, aber die Kids helfen regelmäßig mit. Das ist nicht nur als Entlastung für mich. Wir sind eine 10-köpfige Familie und klar ist das für mich eine Erleichterung, wenn die Kinder mithelfen. Nein, es ist auch eine, ja, pädagogische Erziehungsmaßnahme, wollen wir es mal so nennen. Ich finde es besonders wichtig, dass die Kinder von klein auf schon lernen, was es alles so für Aufgaben im Haushalt gibt. Ich als junges Mädchen, obwohl ich nur mit einem Bruder aufgewachsen bin, habe schon früh sehr viele Dinge machen müssen. Meine Eltern waren beide arbeiten und meine Mutter rief mich immer von der Arbeit an und meinte dann, Roxana, mach mal dies, mach mal das. Ich musste regelmäßig einkaufen gehen, sauber machen und hatte unterschiedliche Aufgaben. Und ich finde, das hat mich sehr positiv geprägt, indem ich eben als ja, junge Hausfrau damals oder junge Ehefrau schon sehr gut klarkam und auch später dann, ja, als die 6 Zwillinge geboren wurden und ich dann insgesamt ja 8 Kinder hatte, finde ich, dass mir das auf jeden Fall geholfen hat, indem ich eben gut strukturiert bin und eben meinen Haushalt managen kann. Deswegen machen die Kids eben von klein auf schon viele Dinge mit im Haushalt, denn irgendwann werden sie auch ihren eigenen Haushalt führen müssen und dementsprechend finde ich das wichtig, dass sie all diese Dinge können. Da gibt es auch keinen Unterschied, ob es Junge oder Mädchen sind, die haben alle die gleichen Aufgaben, dazu gehören, also das gehört zum Beispiel immer dazu, dass die Kids zum Beispiel die Spülmaschine ausräumen müssen, sich um die Katzen kümmern und das heißt auch das Katzenklo säubern, den Katzen Essen geben. Das war sowieso eine Bedingung. Ich habe denen gesagt, die wollten Haustiere und ich habe gesagt, wenn ihr Haustiere wollt, dann müsst ihr euch auch um diese kümmern und deswegen ist das auch deren Aufgabe, sich um die Haustiere zu kümmern. Die Kids, finde ich, haben es ganz gut. Die sind ja 7 Kinder und ja, die Woche hat 7 Tage. Deswegen ist es bei denen, also ich rechne jetzt Miriam die Große jetzt nicht so mit, weil sie ist die Älteste, sie ist schon, ja, kann man sagen, erwachsen, sie hat schon ein bisschen ihre eigenen Aufgaben und deswegen braucht sie jetzt keinen Plan. Wir haben ja so einen Plan im Flur und da ist jeder gelistet, damit da auch keiner durcheinander kommt. Das heißt, jeder muss eigentlich nur einmal in der Woche die Spülmaschine ausräumen, das Katzenklo eben reinigen. Wäsche machen wir meistens so am Wochenende, also die Kids meistens so am Wochenende so noch mal mehr in der Woche. Klar, die kriegen immer von mir die Wäschekörbe und müssen ihre Sachen selbst zusammenlegen. Also ich wasche nur, das heißt, ich mache die Waschmaschine an, gebe die Körbe und die Kids legen sie selbst zusammen. Auch die Zimmer, dort mache ich gar nichts. Also ich mache da überhaupt nicht sauber. Und da bin ich aber auch stolz auf mich, muss ich sagen, dass ich da auch nicht mehr so pingelig bin wie noch vor ein paar Jahren. Ich bin da wirklich immer mehr gechillter. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es am Alter ist oder ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir so vor, hätte ich jetzt noch mal ein Kind, ich glaube, ich wäre ganz anders, als wie ich vor, ja, 10, 15 Jahren so war. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach am Alter, dass man so ein bisschen gechillter wird, aber wie gesagt, also wer mich noch kennt, so wer mich persönlich kennt, privat kennt von früher, der weiß, dass ich einen sehr, sehr extremen Putzwimmel hatte und ja, ich war eigentlich nonstop nur am Putzen und es musste alles picobello und blitzblank sein und ja, Gott sei Dank bin ich da nicht mehr so schlimm und deswegen, ja, überlasse ich die Zimmer auch den Kindern, das ist deren Aufgabe, dass sie sich darum kümmern, dass sie da staubsaugen, ihre Betten machen, wenn es sein muss, auch eben ihr Fenster putzen, also alles, was so dazugehört, auch wenn es eben nicht so perfekt gemacht ist, wie ich es vielleicht gemacht hätte. Ja, Wäsche ist nämlich bei uns ein sehr, sehr großes Thema. Wir sind 10 Personen. Aktuell ist bei mir eine Waschmaschine ausgefallen. Das heißt, ich habe nur eine. Normalerweise habe ich, also eigentlich habe ich ja 2 Waschmaschinen. Jetzt habe ich nur eine und dementsprechend bin ich gerade wieder ein bisschen überfordert mit der Wäsche. Aber zum Glück, ja, wie gesagt, helfen die Kids. Aber bei mir ist das große Problem, wir haben halt eben einen Wäschekeller. Und das ist halt nicht so
praktisch, weil ja, ich muss halt immer hoch und runter flitzen. Ich hatte in der alten Wohnung, also da haben wir in einer normalen Wohnung gewohnt, in einer Duplex-Wohnung. Und da war das halt so, dass die Waschmaschine ganz klassisch im Badezimmer war und die Wäschekörbe und so weiter. Und dementsprechend immer, wenn ich im Bad war und sah, dass die Berge sich gestapelt haben, habe ich automatisch die Wäsche angemacht und sie dann auch gleich aufgehangen. So ist es halt, ich muss halt immer dran denken, oh, ich muss jetzt in den Keller. Wahrscheinlich ist die Wäsche fertig, die muss ich aufhängen, um die nächste anzumachen. Also ich muss halt immer hoch und runter flitzen. Und weil man das halt auch eben nicht sieht, die Berge, neigt man dazu, eben nicht runter zu gehen. Oder weil ich eben so viele andere Dinge zu tun habe, es einfach nicht schaffe, runter zu gehen. Also da muss ich echt mal schauen, jetzt auch langsam vielleicht den Kids ein bisschen beizubringen, wie denn die Waschmaschine so funktioniert und wie sie die Sachen besser ordnen und vielleicht auch mal die Wäsche anschmeißen. Aber ich habe da so ein bisschen so Angst. Ich denke mir so, ach, Elektrogeräte, so solche und dann den Kindern das so zu überlassen, da habe ich noch nicht so Vertrauen drauf. Ja, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall. Auch Mariam kümmert sich selbst um ihr Zimmer. Also seit sie da in dem Zimmer ist, also ich habe da noch nie irgendwas gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in diesem Zimmer irgendwas sauber gemacht habe. Aber ich sag's mal so, wenn die Kinder von klein auf es kennen, dass man in einem sauberen Zuhause wohnt, dann wollen die Kids, dass ihr Zimmer auch sauber ist. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Also Miriam ist auch sehr, sehr ordentlich. Ihr Zimmer ist immer ordentlich. Also auch alle, bei allen. Okay, bei den Jungs vielleicht nicht so. Also bei denen ist es schon, da gehe ich schon mal öfters ins Zimmer und sehe, überall liegen die Klamotten auf dem Boden und so. Da bin ich schon so, wo ich sage, ey, räumt mal bitte euer Zimmer auf. Also da merke ich, da muss ich schon öfters hinterherrennen. Aber so die Mädels, die sind da schon eigentlich so. Was Ordnung angeht, die mögen das. Also die wollen, dass ihr Zimmer immer ordentlich ist und so weiter. Da muss ich jetzt nicht so hinterher sein. Ich bin da wirklich sehr, sehr froh, dass die Kinder ja eben mit anpacken. Auch jetzt. Früher hatte ich noch mehr Zeit, mich nur dem Haushalt zu widmen. Aber ja, seit ich hier für euch YouTube mache, nimmt das doch wirklich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Auch wenn das vielleicht nicht so aussieht, es nimmt wirklich viel, viel Zeit in Anspruch. Gerade das Schneiden und Filmen. Und ich will ja immer viel für euch mitfilmen, aber man muss bedenken, wenn ich jetzt irgendetwas mache und ich filme nicht dabei, dann ist das ruckzuck gemacht. Aber wenn man dann mitfilmt, dann kostet das einen eben doppelt so viel Zeit. Und dementsprechend, ja, ist das nicht immer so einfach. Und ich versuche da auch, ja, den Tagesablauf da immer so, ja, strukturiert wie möglich laufen zu lassen, aber ich habe halt auch meine Phasen, wo ich dann einfach gar keine Lust habe und ja, auch Zeit für mich nehme und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, aber ich bin sehr, sehr stolz, dass alle Kids immer schön mit anpacken und bei der Hausarbeit helfen und freue mich, dass sie dann auch ja später ihren Alltag ja, als Erwachsene und später ihren eigenen Haushalt führen, dann auch ja, wahrscheinlich gut klarkommen werden. Bei uns hilft eben jeder, wo er kann und wer gerade Zeit hat. Und ich bin da auch wirklich sehr, sehr dankbar. Auch mein Mann, obwohl wir zwar jeder so seinen Aufgabenbereich hat, seht ihr auch ganz oft, ne? Also mein Mann kümmert sich ja hauptsächlich nur um den Garten. Also da mache ich wirklich gar nichts. Ich habe erstens überhaupt keinen grünen Daumen, noch habe ich die Zeit dafür, aber ich bin sehr, sehr happy, dass er ja so ein schönes Hobby hat. Und ja, ich bin halt dankbar, wenn das ganze leckere Gemüse geerntet wird, das dann zu leckeren Speisen zu verarbeiten. Aber auch da ist es bei uns in der Ehe auch gar kein Thema, egal wo gerade Hilfe benötigt wird. Wenn es sein muss, dann hilft er auch bei jeder Aufgabe im Haushalt. Und da bin ich sehr, sehr dankbar und sehr froh, dass unser Alltag als Familie so schön strukturiert ist.
bei mir schon öfters Haushaltsgeräte gesehen. Ich habe euch auch schon mehrere Staubsaugergeräte hier mal vorgestellt und ich benutze sie auch wirklich. Aber ein Gerät gibt es, das darf wirklich bei mir im Haushalt nicht fehlen. Auch wenn viele andere Geräte auch viele Vorteile haben, brauche ich immer so einen kabellosen Handstaubsauger. Nicht nur, weil ich 8 Kinder habe, sondern dass wir auch noch 3 Katzen haben, ist es wirklich so, ich muss jeden Tag saugen. Also es ist egal, ob es gerade ist nach dem Essen und am Esstisch, weil halt viel gekrümelt wurde, wegen dem Katzenklo, da vorne immer Katzenstreu ist, da muss ich mindestens 2-3 Mal am Tag mal rüber saugen. Deswegen brauche ich immer so einen Handstaubsauger und ich hatte bis jetzt selbst schon viele gekauft und viele sind leider schon, ja, hinübergegangen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich war bis jetzt auch wirklich nie so wirklich zufrieden mit denen, die ich hatte. Umso mehr freue ich mich, dass ich euch heute diesen kabellosen Handstaubsauger von Eureka vorstellen darf. Ich habe ja schon mehrere Sachen euch gezeigt. Es gibt Dinge, die habe ich selbst gekauft oder Dinge, die ich eben zu Werbezwecken zugeschickt bekommen habe. Und diesen hier kann ich euch zu 100% empfehlen. Ich war selbst sehr positiv überrascht von diesem kleinen Hand. Guck mal, ich kann den so mit einem Finger halten. Der ist zwar super leicht, hat aber so eine schöne Saugkraft. Also ich war selbst sehr, sehr überrascht, weil ich, wie gesagt, schon mehrere hatte, auch von, ja, sehr bekannten Marken und muss sagen, dass das gar kein Vergleich ist zu dem hier. Falls ihr Eureka noch nicht kennt, das ist eine Marke aus den USA und die gibt es schon seit über 100 Jahren. Eureka wurde nämlich 1909 in Detroit gegründet. Das heißt, die haben anscheinend schon ganz schön Ahnung von Staubsaugern. Ich habe übrigens das etwas ältere Modell. Das neuere Modell werde ich euch definitiv verlinken. Das ist nämlich lila, das ist nochmal geupdatet, also so nochmal eine Stufe besser. Super praktisch, vor allem, wenn man eben Haustiere hat. Da der Bürstenkopf effektiv Hautschuppen, Milben, Staub und hartnäckige Tierhaare entfernt. Also eben auch ideal für Allergiker. Die 5-Stufen-Filterung kann 99,9% der Mikropartikel mit einer Größe von nur 0,3 Mikrometern auffangen. Der Staubsauger hat 3 Stufen. Im Eco-Modus könnt ihr ihn 60 Minuten verwenden, ohne ihn aufladen zu müssen. Der Staubsauger hat 450 Watt. Mir gefällt an dem Eureka Staubsauger ganz besonders, wie leicht er ist, aber dennoch super schöne Saugleistung hat und vor allem super schön in den Ecken auch alles saugt, weil ja, oft ist die Leistung da nicht so gut und dann kennt man das, wenn man saugt, dass die Ecken da nicht so gut mitgenommen werden. Dadurch, dass er eben so leicht und handlich ist, verwenden auch die Kinder ihn super gerne und sind viel motivierter dann zum Staubsaugen als mit einem schweren Gerät. Von daher ist das auch dafür sehr, sehr praktisch. Also wie gesagt, diesen Alltagshelfer brauche ich immer. Das ist wirklich eine Erleichterung. Ihr könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, wie oft ihr eigentlich in der Woche staubsaugt. Das würde mich mal interessieren. Seid ihr lieber so, wo ihr sagt, ja, nee, einmal die Woche, an dem Tag ist bei mir Staubsaugtag und dann sauge ich? Oder seid ihr auch so, dass ihr sagt, nee, ich muss jeden Tag alles aufsaugen, weil ich bin so eine Person, ich laufe halt immer barfuß rum zu Hause und mich stört das total, wenn ich auf irgendwelche Krümel oder auf Staub oder Katzenhaare treten müsste. Deswegen, wie gesagt, ich komme halt nicht aus ohne so einen Handstaubsauger und deswegen freue ich mich, dass ich ihn euch vorstellen kann, denn er ist auch noch super von der Preis-Leistung. Also der, ihr wisst, ich habe euch öfter Sachen gezeigt, die waren super, super teuer und deswegen freue ich mich, euch hier eben ein tolles Gerät zu zeigen, das eben nicht so viel kostet. Also schaut gerne in die Infobox, ich habe euch das neuere Modell verlinkt. Tolles Gerät, kann ich euch zu 100% empfehlen. Ich fange jetzt an zu kochen und das sind die Zutaten. Und zwar die Auberginen aus unserem Garten. Es ist ein bisschen wenig, die sind relativ klein, deswegen kann sein, ich schaue mal erstmal, dass ich noch eine Zucchini mit dazu gebe. Auf jeden Fall schneide ich die in so dicke Scheiben und brate die erstmal vorher an. Und dann mache ich eine Soße aus Hackfleisch. Ihr könnt aber auch, falls ihr vegetarisch oder vegan seid, das Ganze mit Berglinsen oder Beluga-Linsen ersetzen. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Und dann ganz wichtig, schön viel Zwiebeln. Dann diese Spitzpaprika oder Peperonis. Die gucke ich mal, die sind schon relativ scharf. Ich gucke mal, ob ich da noch eine Chili reinmache oder nicht. Dann schön viel leckere frische Tomaten nutzen wir ja natürlich. Alles aus dem Garten hier. Also die Auberginen, die Peperonis, die Chilis, Tomaten, ist alles aus dem Garten. Knoblauch dazu und am Ende auch schön Petersilie. Ganze wird gewürzt. Paprika-Tomatenmark kommt dazu. Meine Gemüsepaste dazu.
Jetzt als letzten Schritt nur noch Petersilie, frische. Kann ich auch schon den Herd ausschalten. Also ich habe das Ganze gewürzt mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, ein bisschen Paprika habe ich reingemacht. Also ihr könnt da echt würzen, wie ihr wollt. Ras el Hanout habe ich reingemacht. Diese Gewürzmischung mag ich auch sehr gerne. Ich schmecke es nochmal kurz ab. Knoblauch hatte ich auch noch mit reingegeben. Ich glaube, das habe ich nicht mitgefilmt. Jetzt schnappe ich mir einen anderen Topf. Eigentlich ein bisschen wie so eine Lasagne jetzt schichten, würde ich sagen. Ein bisschen was davon erstmal auf dem Boden. So. Dann was davon auf. Aubergine. Ja, das ist so lecker. Dazu mache ich jetzt gleich nochmal türkischen Reis. Ich zeige den euch nochmal, wie ich den mache. Und dann noch Gurkensalat. Ich finde, das ist so die perfekte Kombination. Also, weil Joghurt passt zu diesem Gericht. Also muss man unbedingt Joghurt essen. Und deswegen mache ich dann direkt auch gleich eben Gurkensalat mit Joghurt. So. Also ihr könnt das Ganze auch in einer Auflaufform machen. Wenn ihr wollt, sogar noch mit Käse überbacken. Ich mache das aber dadurch, dass es eben auch so eine große Portion ist, gerne so in dem Topf. Jetzt mache ich auf niedriger Stufe, lasse ich das jetzt noch einfach in Ruhe vor sich hinschmoren, damit auch die Auberginen und Zucchinis nochmal durch sind. Die sind ja nur scharf angebraten. Und in der Zeit mache ich den Reis. Und dann ist beides gleichzeitig fertig. Also Deckel rauf und noch mal ein bisschen schmoren lassen. Für den türkischen Reis habe ich hier einmal Butter. Also sorry, aber der türkische Reis ohne Butter geht gar nicht. Also da muss immer Butter rein. Ja, ich koche hier nebenbei noch mal Wasser schon mal vor. Und dann kommen hier solche Reisnudeln. Also das sind eigentlich Nudeln, die sehen halt aus wie Reis. Kommen hier rein, die werden so lange angebraten, bis die so eine bräunliche Farbe haben. Das ist eigentlich eher so eine optische Sache, aber ich finde, irgendwie macht es schon irgendwas aus, dass es dann am Ende nochmal irgendwie anders schmeckt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es Einbildung, aber ja, das macht man so klassisch hier im Türkischen, so habe ich das gelernt. Und wie gesagt, die werden jetzt so lange angebraten, bis die bräunliche Farbe annehmen. Den Reis habe ich auch schon mal gründlich ausgespült, gründlich gewaschen. Der wird nämlich dann auch nochmal angebraten, aber erst wenn das Ganze hier Farbe angenommen hat. Wenn die Reisnudeln dann so eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben, geben wir den Reis mit dazu. Und der wird jetzt auch so 2-3 Minütchen mit angebraten. Für diejenigen, die nicht so viel Butter verwenden wollen, ihr könnt auch ein anderes Öl, am besten Olivenöl oder so, verwenden. Und dann am Ende so ein Klecks Butter, also wenn das Wasser dazu kommt, dann nochmal so ein Klecks Butter dazu geben. Und wenn der Reis dann schön angebraten ist, kommt dann das kochende Wasser hinzu.
Bei mir ist das wirklich immer so eine Augenmaßsache, wenn ich den türkischen Reis mache. Das ist immer so schwer, das irgendwie per Cup zu machen. Also wenn ich so anderen Sushi-Reis und so mache, dann mache ich das immer so, dass man dieses, ne, mit Cup rechnet, dass man sagt, ne, auf 3 Cups Reis so und so viel Cup Wasser und so. Aber bei dem türkischen ist es bei mir immer so, ja, das ist so, weiß ich was, nicht ein bisschen bedecktes Reis, sag ich es jetzt mal so. Auf jeden Fall kommt jetzt noch das Salz dazu. Nochmal umrühren. Und jetzt kommt der Deckel rauf und dann schalte ich den Herd auf 3. Also meine hat 9 Stufen. Jetzt schalte ich den auf 3. Nach so 15 Minuten schalte ich den nochmal eine Stufe runter, also auf 2. Und dann zieht er nochmal so 10 Minuten. Ich gucke da immer nie auf die Uhr. Deswegen tue ich mich da echt immer so schwer, so eine Zeitangaben und so weiter zu geben. So ist es bei mir schon so eine Gefühlssache, dass ich dann immer weiß, wann der Reis fertig ist. Dann rühre ich einmal um und dann sehe ich, okay, der kann noch ein bisschen ziehen. Wir gucken nach 15 Minuten. Der Gurkensalat, ganz easy. Ich habe das euch oft gezeigt, aber ich zeige es nochmal. Einfach Joghurt. Ich habe hier meinen selbstgemachten bulgarischen Joghurt. Der ist sehr lecker. Nur das Knoblauch. Ich hau da mal relativ viel rein. Die Kinder mögen's. Salz. Gurke und eigentlich nur Dill. Ihr könnt da getrockneten Dill oder frischen nehmen oder gefrorenen. Ich habe unten gefrorenen. Ich mache da einfach gefrorenen Dill mit rein. Und dann Gurke. Könnt ihr entweder in ganz kleine Würfel schneiden, mache ich auch so. Und dann so ein bisschen flüssiger, dann ist es Jajik. Oder eben klein hobeln. Ich mache das mal so in so Scheibchen. Was ich ganz oft mache, ist noch Schmand dazugeben. Schmeckt auch sehr lecker, muss aber nicht sein. Wenn ihr einen schönen Joghurt habt, dann braucht ihr das nicht, aber wer es mag, kann nochmal Schmand mit dazugeben. Das war's, mehr kommt da nicht rein. So simpel und so schnell geht das. Also das ist immer die Beilage, die ich so oft mache. Vor allem, weil wir eben so viele Gurken haben und ich ja ganz Zeit auch den Joghurt selber mache. Und das passt halt zu sehr vielen Gerichten, die ich koche. Deswegen gibt es das ganz oft als Beilage. Schauen wir uns mal den Reis an. So, ihr seht, der hat schon das ganze Wasser aufgesaugt. Also in dem Gusseisentopf wird er jetzt irgendwie schneller fertig. Ich habe den sonst immer in so einem Edelstahltopf gemacht, aber in dem Gusseisentopf ist er schon fertig. Gefällt mir gut. So sieht jetzt der fertige türkische Reis aus. Und so sieht jetzt das fertige Gericht aus. Yummy. Ich mag das. Es gehört zu meinem Lieblingsessen. Ja. Ist zwar nicht nur Aubergine, sondern mit Zucchini habe ich es gestreckt. Aber das kann man mit alles machen. Ne? Ich könnte es auch theoretisch nur mit Zucchini machen. Oder nur mit Aubergine. Aber das ist sehr, sehr lecker. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Çocuklar! Yemek! Ich dachte, ich zeige mal, was so übrig bleibt, weil ich glaube, manche denken immer, dass es sieht so wenig aus. Ich glaube, dass das im Video kommt manchmal vieles anders rüber. Also wir haben jetzt zu 10 gegessen
Und das ist übrig geblieben. Ein ganz kleines bisschen Reis. Ganz kleiner Klecks Gurkensalat und ein bisschen was von dem Eintopf. Es war so lecker. Es macht so einen Unterschied, dass das ganze Gemüse, was hier drin ist, aus dem Garten ist. Es war so, so lecker. So viele Tomaten. Wow. Die muss ich verarbeiten. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, das aufzuessen. Da kommt gleich noch eine Ladung. Die Jungs sind draußen und sammeln gerade die Kleinen. Die Großen habt ihr ja letztens schon gesehen, da hat er so viel gesammelt. Da habe ich aber viel benutzt, weil ich die wirklich in ganz viel an Essen immer reinhaue. Aber die Kleinen, ich glaube, da würde ich passierte Tomaten noch draus machen. Ich gucke mal, was die gleich noch bringen. Ich finde einfach so Gemüse als Deko einfach total schön in der Küche. Ich liebe das total. Sieht einfach so schön aus. Thank you.
das war's für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall war, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Abonniert auch sehr gerne den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, falls ihr das auch noch nicht gemacht habt. Und ja, ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie oft ihr so Hausarbeit macht. Ist es immer so täglich kleine Dinge oder macht ihr einmal die Woche irgendwie Großputz? Das würde mich mal interessieren, wie ihr das so macht. Über einen kleinen Austausch in den Kommentaren würde ich mich freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!